Diese drei haben den Erfolg gepachtet. Auch die aktuelle Atomic Kitten Single If You Come To Me verkauft sich super. Nach außen also alles perfekt. Und wie sieht es innen aus? Wenn ich was ändern könnte bei denen, Liz könnte mal öfter mit uns ausgehen. Oft ziehen Jen und ich alleine los und sie bleibt zu Hause. Wenn Tash telefoniert, dann redet sie wirklich sehr, sehr laut, auch schon früh morgens. Jenny sollte aufhören zu kreischen, meinen Ohren zuliebe. Ich würde ihr Aussehen verschlechtern, damit ich neben ihnen besser aussehe. Seit 15 Monaten sind die Kittens zu viert. Tashs Söhnchen Josh hat die Band voll im Griff. Seit Josh auf der Welt ist, sind wir erwachsener geworden. Wir haben uns von jungen Dingern zu Frauen entwickelt. Ich könnte ihn die ganze Zeit knuddeln. Wenn du ihn siehst, musst du es einfach. Er ist einfach zauberhaft. Er ist so verwöhnt mit all den Frauen, die sich um ihn kümmern. Selbst auf Reisen ist der kleine Josh immer mit dabei, obwohl die Kittens pro Monat länger im Flieger sitzen müssen als andere im ganzen Leben. In einer harten Woche haben wir 8 bis 10 Flüge, in einer ruhigen vielleicht 1 oder 2. Insgesamt hatten wir schon unzählige Flüge. Ständig unterwegs, ständig im Hotel. Das Leben aus dem Koffer geht auf Kosten der Ordnung. Wenn wir reisen, während der Tourneen schaut Liz Zimmer aus, als hätte eine Bombe eingeschlagen. Sie hat ein unglaubliches Talent, in kürzester Zeit das Zimmer zu verwüsten. Ich hatte eine Hälfte des Zimmers. Auf meiner Seite konntest du den Teppich noch sehen, auf der anderen nicht mehr. Völliges Chaos. 3 Grazien, ein Problem. Der Handtaschencheck soll beweisen, wer wirklich schlampig ist. In meiner Handtasche habe ich mein Parfum, mein Telefon, das gerade klingelt, mein Portemonnaie voller Quittungen, mein Geldbeutel quillt über vor Euros, Rand und Dollars. Zahnbürste und Zahnpasta. Gurkenabschminktücher. Da ist noch viel mehr drin. Mein Gott, wie viele Ohrringe habe ich denn hier drin? Vitamine. Kaugummi. Oh Gott, wie peinlich. Ein falscher Fingernagel. Damit hat Jenny den verdreckten Handtaschen-Award gewonnen. Aber deshalb muss sie ja nicht gleich weinen. Ich weine echt oft. Ich bin ein ziemlicher Jammerlappen. Ich weine beim Fernsehen, wenn ich fröhlich bin, wenn ich traurig bin und wenn ich wütend bin. Ich habe heute Morgen geweint, weil ich Kopfweh hatte. Ich bin zu sensibel. Ich habe das letzte Mal geweint, als ich heute Morgen aufgewacht bin, nach einem Albtraum. Wie beruhigend. Auch Popstars haben schlechte Träume, vollgestopfte Handtaschen, Stress und unaufgeräumte Zimmer. Es gibt nur einen Unterschied. Sie verdienen etwas mehr.